Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgoth Jakob von den Frakta und ich bin wieder in World of Warships mit der Graf Spee. Ne, Premium-Schiffchen, das ich mir gespielt habe. Stationen, Feuerunterstützung geben. Das war mal ein anständiges Matchmaking. Nur 6er und 7er. Ich bin mir jetzt so ganz schlüssig, wie ich die Spee zu spielen habe. Durch die 28 cm hat sie eine gewisse Feuerkraft, die auch bei Schlachtschiffen durchkommt. Ich glaube, ich fahre mit dem deutschen Schlachtschiffverband mit. Mit der Kneisenau und den zwei Bayern. Ich werde gleich umschalten müssen auf Sprenggranaten. Aber dem hier gebe ich hier erstmal die mit. Wieso kommt er so langsam da hinten raus?
kleiner Pisser, hast du dich aber mit den Torpedos verschätzt. Wäre doch ausgebrannt. Was verschwendet ihr eure Granaten auf dem? So, wo ist der andere? Ah, da. Katapultjäger kehrt zum Schiff zurück. Krasser Landeanflug. Also eigentlich wassert das Flugzeug neben dem Schiff. Dabei muss das Schiff beidrehen. Und dann wird das mit dem Kran an Bord genommen und wieder aufs Katapult gesetzt. Torpedos auf Backbord! Ja, guck mal an, wer da ist. Aber irgendwo muss er noch eher träger rumeiern. Ich nehme an, dass der mit den Schlachtschiffen da im Süden Richtung A gefahren ist. Wenn er Verstand hat. Dass er nicht allein im Norden geblieben ist, Nordwesten. Nein! Ist er da echt? Da habe ich kurz irgendwas aufblinken gesehen auf der Karte. Nee, da waren. Doch, da ist er. Da ist er tatsächlich. Versucht sich zügig nach Südwest abzusetzen. Also bis jetzt habe ich mir nicht viel beigetragen. Ich habe einen Zerstörer abgefangen. Ich habe auf einen Kreuzer geschossen und ich bin eben nach Nordwest gefahren, weil ich sicher gehen wollte, dass der Flugzeugträger nicht da rumliegt. So ein bisschen ein Problem an der Spee. Letztlich ist er halt eher ein Schlachtkreuzer als ein schwerer Kreuzer. Die ist ein bisschen langsam, aber... Wobei, was heißt hier langsam? Ja, ist absolut okay. Nur wenn man halt die leichten Kreuzerdeutschen gewöhnt ist, hier die Königsberg und so, die abgehen wie ein Rotmoped.
Ich muss eh auf Sprenggranaten umschalten. Bei den Flugzeugträgern mache ich mehr Schaden mit den Sprenggranaten. Ja, an dem Gefecht habe ich echt nicht viel gemacht. Ich bin viel spazieren gefahren. Glück für mich, dass mein Team da mehr gerissen hat. Stimmt, die Scharnhorst ist ein Premium-Schlachtschiff. Das dürfte aber... Gut, ich bin zwar jetzt viel spazieren gefahren, aber es dürfte ein der wenigen Gefechte gewesen sein, in denen ich die Spee wieder... Heil nach Hause bringen und nicht sie nicht versenkt wird. Normalerweise wird die Spee, zumindest wenn ich sie fahre, immer zügig platt gemacht. Eine volle Salve von einem 8er Schlachtschiff, die ich irgendwie ganz oft stoße. Eine Schicht im Schach. So, so allmählich schalte ich aber trotzdem wieder um auf panzerbrechend. Damit ich mich mit den Schlachtschiffen da anlegen kann. Tja. Das ist ja erbärmlich. Das ist ja erbärmlich. Ja, immerhin, sie hat überlebt. Ja, na gut. Ja, freut sich der Admiral. Ja, freut sich die deutsche Admiralität. Ich bring Marinekommando, ich bring das Schiff wieder. Naja, heil nicht, aber es schwimmt noch. Auch mal was Schönes.